Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Dan218 und das hier ist Dan218Tube mit einem neuen Video. Dieses Mal versuche ich Roblox zu zocken. Und zwar einen Server, den ich schon mal gezockt habe als Livestream. Damals hat er aber zu sehr gehangen, weswegen ich jetzt es einfach nochmal aufnehme und hochladen werde. Also ich hoffe, dass es diesmal besser klappt. Ich bezweifle es aber, weil ich eben schlechtes Internet habe. Also es ist sogar so schlecht, dass ich mich eigentlich kaum bewegen kann. Das ist nicht gut. Ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie abstürzt oder so. Ach, warte mal. Was bin ich eigentlich? Hey. Okay, ich bin aber Wissenschaftler. So. Und ich werde übrigens versuchen, das Video nicht zu lange zu machen. Und ich werde übrigens ankündigen, dass ich dort ein YouTuber bin und gerade ein YouTube-Video mache. So, hab's angekündigt. Okay. Ich frag mich, was hier passiert. Okay. Nicht besonders viel.
Ich hoffe, dass das Video nachher nicht irgendwie hängt tut oder so. Okay. Ach ja. Ja, stimmt, ich muss immer dort in diesem Modus gehen, sonst killen mich die anderen Spieler die ganze Zeit. Okay. Verglückte Opfer. Wie jetzt? Okay. Ja, stimmt, es gibt dort eine Rakete, eine Atomrakete übrigens, welche ich übrigens nicht betätigen kann. Attention. A blackout has been detected on the facility. These had to be electrical center in order to activate primary lighting. Okay.
Da ist nichts. Da ist schon eher was. Oder auch nicht. Okay, es hängt gerade echt stark. Ach so, ja. Da kann ich ja gar nicht durch, stimmt. Oh. Attention, danger detected in zone 2. Ich darf das Video übrigens nicht zu lang werden lassen. Ich muss eigentlich gleich wieder beenden. Schade, gell? Ich teste jetzt noch, was der macht. Und das war's dann aber. Man kommt da gar nicht hin. Na toll. Ja, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, könnt ihr diesen Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.